Heute bin ich gemeinsam mit Professor Dr. Michael Zokos, Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner, unterwegs zu einem Krematorium, wo ich vor einigen Monaten schon mal war. Dr. Michael Zokos ist Direktor der Rechtsmedizin der Charité in Berlin, sagt selbst, dass er schon über 200.000 Leichen gesehen habe und ist zusätzlich auch noch Bestsellerautor mit über 16 Büchern. Heute wird er uns ein paar Insider verraten, die ich beim letzten Mal nicht wissen konnte. Und wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der vergessenen Orte. Den hat man rausgenommen, erst in die Knochenmühle ging und danach wieder reingetan. Unglaublich eigentlich. Auch beim Tsunami war und da lagen mal 100.000 Tote in der Tempelanlage vor mir. Leute, vielleicht erkennt ihr diesen Ort hier noch. Ich war hier vor circa einem halben Jahr schon mal unterwegs. Es ist Herbst, beziehungsweise fast schon wieder Winter, zumindest von der Kälte. Vor einigen Monaten war ich noch auf Sardinien. Ihr habt jetzt die letzten Monate immer die Videos gesehen von der Sardinien-Tour und jetzt wieder zurück in Deutschland. Gleich was ganz anderes. Rucksack ist dabei, Kamera ist dabei. Wir gucken mal, was uns erwartet. Was man jetzt im Herbst besser sehen kann, sind tatsächlich diese Gebäudestrukturen. Auf jeden Fall liegen hier irgendwelche Betonteile. Auch hier ist noch so eine Mauer. Vielleicht gehörte dieser Teil hier auch schon zu dem alten Friedhof, denn zugehörig zu dem Krematorium, Leute, ja, wir gehen wieder zum Krematorium, gab es ja auch einen alten Urnenfriedhof. Und vielleicht gehörte dieser Teil auch schon dazu. Gut, Leute, wir haben das Gebäude erreicht. Diesmal nicht ganz so zugewachsen. Sieht jetzt im Herbst auf jeden Fall mit diesem grauen Himmel noch mal wesentlich unheimlicher aus. Da seht ihr auf jeden Fall den Schornstein, das hohe Hauptgebäude. Sieht auf jeden Fall krass aus. Von vorne soll es auch noch mal interessant aussehen. Aber ich weiß nicht, da vorne ist direkt die Straße, ob wir da jetzt hingehen sollten. Vielleicht gehen wir lieber erstmal rein, gucken uns um und dann am Ende gehen wir noch mal von außen drum rum oder so. Hier braucht man auf jeden Fall wieder die Taschenlampe, sonst wird das hier gar nichts. Es ist unfassbar dunkel. Jetzt durch die herbstliche Jahreszeit auch noch mal dunkler. Ich würde sagen, wir rüsten gleich um auf die Hauptkamera. Boah, Leute, es ist nach wie vor richtig, richtig unheimlich hier. Nur Gott sei Dank bin ich heute nicht alleine unterwegs. Ich bin heute nämlich nicht alleine unterwegs, sondern gemeinsam mit dem Doktor der Rechtsmedizin. Jeder sollte ihn kennen. Und wer nicht, der lernt ihn heute kennen. Dr. Michael Zokos, bekannt aus Funk und Fernsehen. Wir machen hier ja gemeinsam eine kleine Tour. Wir haben jetzt somit eine Fachkraft, wie wir vorhin gesagt haben, mit dabei. Jemanden, der sich wirklich auskennt, der wie viele Leichenschauen schon gemacht hat in seinem Leben? Also ich habe weit über 200.000 Leichenschauen gemacht. Unfassbar. Das sind halt Zahlen, die dadurch zustande kommen, dass ich 10 Jahre lang jeden Morgen 80 Leichen im Krematorium Höhendorf oder Uhlsdorf in Hamburg untersucht habe. Und dann auch noch beim Tsunami war und da lagen mal schlanke 100.000 Tote in der Tempelanlage vor mir. Insofern, auf dem Haufen. Deshalb kommen die Zahlen zusammen. Also ihr merkt schon, jemand mit Erfahrung und deswegen sind wir nochmal zum Krematorium gefahren, um uns das nochmal anzuschauen und vielleicht nochmal Sachen zu entdecken und zu erfahren, die wir vorher nicht wussten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal durch. Wir gucken uns nicht vielleicht jedes Detail nochmal so an wie letztes Mal, aber das, was wir vielleicht noch nicht wussten, werden wir heute gemeinsam erfahren, Leute. Wir finden uns jetzt hier in der Kelleretage. Hier sind wir auch reingekommen. Und das Erste, wir haben gerade schon so einen kleinen Rundgang zusammen gemacht und ein Video für Zokos gedreht. Das seht ihr auch bei Instagram, bei ihm auf der Seite. Verlinke ich gerne in meiner Videobeschreibung. Und da ist uns was aufgefallen, und zwar dieser Teil hier. Da hätte ich letztes Mal gar nicht so gewusst. Was ist das genau? Das ist eine Knochenmühle. Wenn die Asche oder das, was übrig ist von dem Verstorbenen, mit Sargresten in diese Auffangschale kommt, die wir hier sehen, dann muss das Ganze nochmal klein gemahlen werden, weil da immer noch Knochenstücke dabei sind, die noch nicht zu Asche zerfallen sind. Das Zerbröseln zwar, das geht relativ einfach, aber das kommt dann nochmal in diese Knochenmühle. Und zwar wird das hier oben reingekippt. Hier ist so ein richtiges Mahlwerk drin. Läuft dann verschiedene Stufen durch, bis am Ende die Asche hier rauskommt und dann eben in eine Urne gefüllt wird. Und die Entdeckung haben wir eben auch gemacht, dass hier nämlich
jede Menge Urnen stehen. Wie es aussieht, hatten die noch einiges vor hier. Das sind hunderte Urnen, die hier bereit standen. Wahrscheinlich, ja, natürlich noch nicht. Ein bisschen mehr, nicht? Letztes Mal habe ich nicht gedacht, dass das Urnen sind, weil die eben nur aus so einem Plastik bestehen. Aber das sind eben so Standardurnen, ne? Die man nicht selber gekauft hat, sondern das sind so Dinger, die man hier bekommen hat. Ja, du hast es ja auch manchmal, dass die Asche tatsächlich verschickt wird an die Angehörigen. Und dann muss es natürlich auch stabil sein. Und du kannst dieses natürlich auch als Innenleben nutzen. Also das hier sind wirklich alles Urnen. Unfassbar, Leute, dass das hier noch so zurückgelassen, jetzt seit bald 30 Jahren in diesem Keller steht und völlig zustaubt. Leute, nach wie vor ist die Atmosphäre hier natürlich ein bisschen düster. Man hat hier irgendwie, das habe ich letztes Mal schon so gesagt, wenn man weiß, dass hier Hunderttausende, so wie es im Internet zu dieser Location steht, Menschen verbrannt wurden, ja, einfach so ein leichtes, mulmiges Gefühl. Gerade wenn man nicht beruflich schon Hunderttausende Leichen gesehen hat in seinem Leben. Hier vorne, das haben wir letztes Mal schon gesehen, sind nämlich diese, ja, letztes Mal habe ich so Marken gesagt dazu. Das sind eben Schamottsteine, ne? Die lagen mit in der, im Sarg drin. Genau, mit bei der Verstorbenen in den Sarg, was natürlich Sinn macht. Du hast ja nachher nur noch Aschereste. Das heißt, du könntest nicht mal mehr über DNA eine Identifizierung machen. Du musst die Asche wirklich ganz klar, da müssen sich die Angehörigen darauf verlassen können, ein Verstorbener zuordnen. Und deshalb hat man diese Schamottsteine damit reingepackt mit einer Nummer. Das sehen wir, das ist alles, sind alles unterschiedliche Nummern. Und der verbrennt nicht, der ist feuerfest. Das sieht man jetzt hier, weil der noch nicht dunkel ist und noch nicht rötlich, dass die noch nicht gebrannt haben. Den hat man rausgenommen, erst in die Knochenmühle ging und danach wieder reingetan. Unglaublich eigentlich. Also diese Teile hier kamen quasi auch in direkten Kontakt mit der menschlichen Asche. Wir haben hier wie so eine Kette, sogar so ein kleines Loch, das vielleicht irgendwo festgemacht wurden, dass sie dann ja, wiedergefunden werden konnten, womöglich. Hier sind ja auch die ganzen alten Aufbewahrungsschränke noch aus Holz, wo diese ganzen Dinge gelagert waren. Unter anderem auch noch dieses alte Desinfektionsmittel, was weiß ich, vielleicht 30, 40 Jahre alt, was noch von damals hier liegt. Irgendwelche anderen alten Flaschen, sämtliches Zubehör, was man eben hier drin gelagert hat. Dann waren wir letztes Mal hier in dem Büro, da brauche ich jetzt nicht nochmal reingehen, da lagen alte Zeitungsartikel, das könnt ihr euch dann im alten Video nochmal ansehen. Hier war auch meine Tür, die ist inzwischen aber zugemauert, dadurch ist es hier auch extrem dunkel. Hier geht's jetzt die alte Treppe hoch, alles voller Schutt, da muss man echt ein bisschen aufpassen, wenn man hier hochläuft. Und hier kommt man dann in die erste Etage, die wirklich sehr beeindruckend aussieht. Hier oben eine alte Glaskuppel, schöner alter Backstein. Ich glaube, das ist auch alles hier der Anbau, den sie erst später rangebaut haben. Hier die zwei Kühlräume, einmal hier. Hier haben sie wahrscheinlich die Särge dann gelagert. Es wurde ja nicht immer am gleichen Tag schon verbrannt, sondern manchmal standen sicherlich die Leichen auch tagelang erstmal noch in der Kühlung. Hier auf der anderen Seite nochmal das Gleiche. Hier sieht man auch gut an der Tür nochmal, dass es wirklich Kühlräume waren, weil die ist richtig dick isoliert. Ne? Die hatte auch, ich habe ja früher auf dem Bauernhof gelebt, da hatten wir so einen Raum, wo wir Gemüse gelagert haben und Fleisch. Da war auch so ein Griff dran, so ein richtig schwerer Griff wie von so einer Tresortür, damit da wirklich keine Kälte nach außen dringen konnte. Hier neben der alte Fahrstuhl mit dieser uralten, rostigen Tür. Hier hat man wahrscheinlich die Särge dann auf diesen kleinen Wegen, auf diesen Rollwegen, durch das Krematorium geschoben. Die Architektur von diesem Ding hier ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich denke, würde man heute ein Krematorium bauen, da würde man sich architektonisch wahrscheinlich nicht so viel Mühe geben, sondern eher auf so einen Kosten-Nutzen-Faktor achten. Und hier sind wir jetzt auf jeden Fall wieder in dem meines Erachtens mit spektakulärsten Raum, nämlich dort, wo sich die Brennöfen befinden. Einer und der zweite, dazu eben dieser extrem unheimliche Gang. Also hier könnte man definitiv auch guten Horrorfilm drehen. Da hinten mit diesen halboffenen Türen vom Fahrstuhl. Und hier auch wieder eine Glaskuppel, wo wir auch noch was entdeckt haben. Das zeige ich euch aber gleich, wenn wir sowieso nochmal da hochgehen. Denn diese Glaskuppel hier, die ist nicht einfach nur zur Zierde oder damit hier Licht reinkommt. Die hat ja eine ähnlich lange Form wie ein Sarg. Also was PJ eben schon erklärt hat, ist, dass von dort oben aus der Trauerhalle der Sarg runterkommt. Und dann wird er mit diesem Hubwagen oder so kleiner Gabelstapler in die Brennöfen verbracht. Das heißt, hier ist ein Ofen. Und jetzt haben wir noch eine andere spannende Entdeckung gemacht. Und zwar hat man hier so eine Öffnung, durch die man reingucken kann, wie weit der Verbrennungsprozess der Verstorbene oder das Verstorbene bereits ist. Und dann kann man über diese Klappe hier die Öffnung unter dem Sarg aufmachen und dann geht es eine Etage weiter runter und dann sind wir nämlich dort bei der Knochenmühle. Da kommt dann die Asche rein oder die Aschereste in die Knochenmühle. Oh Leute, das hier ist so eine typische Schublade, wo eben die Asche drin war und dann in so ein Mahlding kam, wie
wir das vorhin unten gesehen haben, in dieser Mühle, wo eben Knochen gemahlen wurden. Guckt euch das Ding an. Das könnte theoretisch Asche sein. Also würde es nicht, weil sie die Asche noch in eine Urne getan haben und rausgetan haben. Aber vom Prinzip her ist das genau dieses Ding. Und was interessant ist, was dahinter noch ist, sind diese Teile hier. Guckt mal. Das sind Sargbeschläge. Uralte Sargbeschläge. Ist mir letztes Mal auch überhaupt nicht aufgefallen, aber genau solche Sachen hier waren als Zierde vermutlich an einem Sarg dran. Das habe ich auf jeden Fall auch überhaupt nicht wahrgenommen, aber das ist eben das Gute, wenn man nochmal wiederkommt, Leute, dass man einfach nochmal ein paar Dinge, ein paar Details sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Hier steht auch immer noch dieser ominöse Grabstein. 25. November 1879 geboren und am 26. September 1929 gestorben und genauso nochmal am 23. Januar 88 geboren und 43 gestorben. Warum auch immer der hier steht, aber hier steht hier noch. So Leute, dann würde ich sagen, gehen wir eben mal hoch und schauen nochmal, was es oben mit dieser Luke auf sich hat. Hier die alte Wendeltreppe hoch. Krass, ne? Vom Baustil schon auch sehr interessant. Bisschen wie so ein Schloss oder so. Oh, hier war mal die Tür zugemauert. Ah. Puh. Und dann stehen wir wieder in dieser unfassbar riesigen Eingangshalle. Das ist wirklich schon episch irgendwie. Da oben sitzen immer noch Tauben, das war letztes Mal auch schon so. Ja, und hier haben wir eben diese Luke. Hier geht's eben runter zu den Brennöfen in die Hauptetage. Und ich dachte damals, das ist einfach nur ein Glasdeckel ist quasi, dass man runtergucken kann. Aber nein, man sieht das hier auch. Man konnte das hier mechanisch aufmachen. Denn was ist hier vermutlich passiert oder was konnte man machen? Das ist hier die Trauerhalle, hier war das Hauptportal, der Eingang. Hier saßen dann die Trauergäste und hier konnte man am offenen Sarg Abschied nehmen. Das heißt, hier war der Sarg geöffnet und der fuhr dann nachher mit Musik oder ohne Musik runter und war dann in der Ofenetage und wurde dann mit diesem Teil, was wir da so als Hubwagen bezeichnet haben, in die Öfen geschoben. Aber das war eben Abschiednahme hier am offenen Sarg und der fährt dann runter. Wer mal eine Trauerfeier im Krematorium mitgemacht hat, kennt das vielleicht. Und der fährt auch wirklich runter, während die Leute noch da sind, so als also wirklich... ich erinnere das bei der Beerdigung oder bei der Trauerfeier meiner Großmutter, ja. Da ging dann mit Musik, ja, ging der Sarg runter, als großes Finale. Die Zeremonie sozusagen. Und dann hat man ja den Körper nie wieder gesehen, weil man wusste, da unten wird der Körper, den man ja jahrelang kannte, quasi einfach verbrannt. Ja, Leute, ist schon krass, das Thema. Aber gehört eben dazu und passiert täglich tausendfach in Deutschland. Und das Verbrennen von Leichen ist auch die häufigste Methode, wie man Menschen bestattet, oder? Genau. Ja. Also ich glaube, das sind jetzt so 70-75% der Toten, die tatsächlich verbrannt werden. Ja. Und die anderen werden beerdigt. In katholischen Bundesländern ist der Anteil deutlich höher als in evangelischen oder protestantischen Bundesländern. Aber das ist die Methode der Wahl mittlerweile, ja. Mein Name ist Michael Zokos. Ich bin Rechtsmediziner und das ist mein neuester True-Crime-Thriller, Abgetrennt. Dabei geht es um illegalen Leichenhandel, basierend auf einer wahren Geschichte. Hier kam man damals rein, ne? Da sieht man ganz deutlich die Eingangstüren. Und das habe ich damals nicht weiter beachtet, weil ich dachte, ja okay, da kam man halt rein, mehr ist das hier nicht. Eingangsbereich und dann dieser wunderschöne Raum, wo übrigens vor Jahren noch ein großes Holzkreuz hing an der Wand. Man sieht so ganz leicht vielleicht sogar noch die Schattierung davon. Seht ihr das? Und hier vorne geht's aber noch eine kleine Holztreppe hoch. Ich hoffe, das Ganze hält hier, aber wir waren vorhin schon mal kurz oben. Und hier hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf den ganzen Raum. Hier konnte man vielleicht auch oben stehen, je nachdem, wie viele Leute wirklich hier drin waren. Kann ja auch sein, ich hatte das mal auf Google gelesen, dass irgendeine berühmte Persönlichkeit, irgendwie ein Politiker hier drin bestattet wurde, beziehungsweise verbrannt wurde. Und dann kommen wahrscheinlich viel mehr Leute hier rein. Und dann konnte man vielleicht auch hier oben stehen. Hier wurde vielleicht nochmal ein schöner Kranz aufgehängt, Blumen standen hier vielleicht, ne, dass das wirklich eine schöne Atmosphäre war, Kerzen, vielleicht Musik wurde gespielt. Ja, inzwischen ist das natürlich alles nicht mehr so deutlich zu erkennen, weil hier ganz viel Graffiti gesprüht wurde, das Kreuz nicht mehr dort hängt, wo es mal hing, die Decke langsam runterkommt. Das ist wirklich auch richtig gefährlich da oben, kommt die komplette Holzverkleidung runter. Genau bei solchen Dingen hier fällt mir dann auch immer ein, dass ich es euch öfter sagen muss. Macht sowas bitte unbedingt nicht nach. Es ist gefährlich. Es können Dinge von der Decke stürzen, die euch am Kopf treffen könnten. Und dann landet ihr theoretisch ganz schnell in einem ähnlichen Gebäude wie hier, aber eben nicht als Urbexer. Deswegen achtet wirklich auf euch, Leute. Es ist gefährlich, solche Dinger hier, die von 10, 15 Meter von oben auf euren Kopf rasseln.
Es macht auf jeden Fall keinen Spaß und kann tödlich enden. Also geht nicht alleine los, geht am besten gar nicht los und ihr solltet es lassen. So Leute, wir gehen wieder runter. Und ich würde sagen, so langsam machen wir uns auch wieder raus aus dem Gebäude. Wir haben das meiste hier auf jeden Fall gesehen, haben nochmal so ein paar Eindrücke sammeln können und gucken uns das Gebäude aber dieses Mal nochmal von außen an, denn das haben wir letztes Mal so gut wie gar nicht gemacht. So Leute, ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal ein bisschen draußen um das Gelände rum. Hier sieht man es ja nochmal ganz gut. Das Problem ist halt, dass direkt hier dieser Friedhof ist, deswegen müssen wir ein bisschen drauf achten. Falls ihr euch übrigens wundert, warum hier mal ein Kind mit rumspringt irgendwo in den Bildern. Der Herr Dr. Zockers hat seinen Sohn mitgebracht, dementsprechend haben wir... Oh, Straßenbahn. Ist der Sohn mit dabei? Nicht, dass ihr euch wundert. Der gehört zu uns. Und am Ende, und das wollte ich halt unbedingt nochmal zeigen, kann man halt von hier aus... Ja. Hier geht's genau in die Trauerhalle rein, ne? Das ist ein unfassbar pompöser Eingang. Dieses ganze Grundstück hier vor ist irgendwie komplett gerodet. Das letzte Mal, als ich hier war, war hier ein unfassbares Gestrüpp. Das ist jetzt alles weg. Tja, dafür dieser schöne Blick auf das Krematorium. Und das ist wirklich unfassbar alt, ne? Leute, wir gehen noch einmal ganz kurz hier hoch. Das muss ich mir einmal ansehen. Hier übrigens relativ frisch abgesägte Bäume. Hier kann man rein durch das wie so ein Portal. Und hier an der Seite gab es auch mal einen Eingang. Aber der ist auch komplett zugemauert. Guck mal, hier gab es wohl auch mal einen Anbau. Den habe ich von unten gar nicht gesehen. Aber da ist auch das Dach komplett eingestürzt. Ich würde sagen, wir verlassen das Gelände jetzt so langsam wieder. Treffen uns am Auto nochmal und dann mache ich da das Outro. War wirklich ein spannendes Video, glaube ich. Mit Hintergrundinfos, die wir so, wenn wir nicht mit dem Herrn Zockers unterwegs gewesen wären, hätten wir ja so nie bekommen. Also... ab zum Auto. Leute, ich bin zurück beim Auto, drehe das jetzt hier gerade nach. Die Tour ist schon ein paar Tage her. Ich habe natürlich jetzt schon auf Instagram ganz viele Zuschriften gekriegt, wo die Leute gefragt haben, wann machst du endlich die Overnight dort? Die Likes sind erreicht, die 12.000, die ich letztes Mal gesagt hatte. Und ja, Leute, die habe ich nicht vergessen. Die machen wir auch noch, allerdings zu einem anderen Zeitpunkt. Und da könnt ihr jetzt hier auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Sollen wir die Overnight mit dem Zockers zusammen machen? Ich habe keine Ahnung, ob der da mitmachen würde. Aber umso mehr Likes dieses Video bekommt, umso eher überzeugen wir ihn vielleicht dazu, dass er mit dabei ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt sehr gerne auch in die Kommentare, wo ich vielleicht mit Michael Zockers nochmal hinfahren soll, damit er seine fachliche Expertise zum Besten geben kann. Und ich bin jetzt an der Stelle raus. Bis zum nächsten Video. Bleibt frauengesund und lebt euer Abenteuer, Leute. Ciao.